Deutsche Bundestag zu stellen hat. Übrigens auch jenseits der tagespolitischen Fragen haben wir jetzt natürlich auch sehr interessante Gesprächspartner für Sie eingeladen. Und ich werde gleich hier ein Gespräch moderieren mit der Bundesbeauftragten für die SED-Opfer, mit Frau Evelyn Zupke. Und Sie können ruhig ein bisschen näher kommen. Nehmen Sie sich die Zeit, wenn Sie schon mal da sind, hören Sie mal ein bisschen rein. Denn DDR, die Aufarbeitung der DDR-Geschichte, gelebtes Leben, das ist ja ein Thema, das viele Millionen von uns betrifft bzw. betroffen hat. Und auch wenn das nicht tagespolitisch auf der Agenda steht und jetzt nicht das Hauptthema ist, heißt das aber nicht, dass dieses Thema nicht wichtig ist. Und das ist eben jetzt eine sehr schöne Gelegenheit für Sie alle, da noch mal ein bisschen reinzuhören und mit Frau Zupke auch jemanden mal kennenzulernen, der also nicht nur oder die nicht nur autobiografisch mit den Dingen ja aufs Beste verwoben ist, sondern auch mal jemanden kennenzulernen. Wer sind denn die da? Ne? Das fragt man sich ja gelegentlich. Wer sind denn die da, die in Berlin am Ruder sind, die mitentscheiden? Und das ist mal eine gute Gelegenheit, dass Sie auch personalisiert einfach mal einen Eindruck gewinnen. Ne? Ja, Frau Zupke, dann darf ich Sie bitten, nehmen Sie doch Platz hier vielleicht zu meiner Rechten. Und wie gesagt, Sie können ruhig rankommen. Sie brauchen keine Eintrittskarten. Ne? Und wir haben hier auch gewissermaßen, wie der Dramaturg sagt, einen gewissen Sicherheitsabstand. Sie müssen nicht auf die Bühne, Sie müssen nicht mitmachen. Manchmal weiß man, dass in der ersten Reihe sitzend wird man ein bisschen von den Protagonisten angespuckt. Das ist auch nicht der Fall. Kommen Sie ruhig ein bisschen ran. Lachen Sie nicht nur, füllen Sie Ihr freundliches Lächeln jetzt auch mit neuer Information auf. Kommen Sie einfach wirklich ran. So, ich sehe, jetzt setzen Sie sich bei Ihnen. Ich sage es Ihnen gleich, wenn Sie hier sitzen, müssen Sie bis zum Ende sitzen bleiben. Sie können jetzt hier nicht zwischendurch wieder aufstehen. Also, dass das jetzt mal klar ist. So, ich setze mich mal hin, aber wir gehen gleich in medias res, wie der Lateiner sagt, also auf den Kern oder in den Kern der Sache, wie man nun will. Frau Zupke, ich darf vielleicht eine kleine Vorbemerkung machen, eine historische Vorbemerkung. Sie alle wissen, meine Damen und Herren, dass in dieser Woche der letzte Staatschef der Sowjetunion, Mikhail Gorbatschow, die politische Bühne verlassen hat. Und Mikhail Gorbatschow, das ist im Besonderen für uns in Deutschland ein Name, der ja auch mit dem Ende der DDR verbunden ist. Und diese 1959 gegründete DDR wurde durch die alleinige SED-Herrschaft ja bestimmt. Und dieses, wie wir heute sagen, diktatorische Regime hinterließ durch Willkür und oftmaligen Verfassungsbruch Unrecht am einzelnen Bürger, dass es aufzuarbeiten und soweit das möglich ist, dass es auch wieder gut zu machen gilt. Und dazu hat die Bundesregierung das Amt des oder der Bundesbeauftragten für die Opfer der SED-Diktatur geschaffen. Und ich freue mich, mit Ihnen hier zu meiner Rechten begrüßen zu dürfen, Frau Evelyn Zupke, die seit Juni 2021 dieses Amt bekleidet. Frau Zupke, zu Ihrer Vita. Sie sind 1962 in Binz auf Rügen geboren und wie man damals geringschätzig in der DDR sagte, gehörten Sie eher zu den unangepassten Abiturientinnen und Abiturienten. Was machte Sie zu einer unangepassten jungen Frau? Der Volksmund fragt, wo drückte der Schuh? Oder ist es nicht besser, lieber von einer streitbaren, von einer mutigen, einer Frau mit klaren Zielen jenseits der damaligen Gesellschaftsordnung zu sprechen? Ja, das ist natürlich etwas, was nicht plötzlich einsetzt. Ich werde ja oft bei Gesprächen, auch vorher, als ich schon an Schulen viel als Zeitzeugin gewesen bin, bevor ich das Amt angetreten habe, gefragt, ja, wie kommt man denn in die Opposition? Und dann beschreibe ich das immer anhand eines längeren Weges, wo sich verschiedene Weichen stellen. Und ich kam durchaus aus einem angepassten Haushalt, weil meine Mutter war Lehrerin. Und von daher unterlag ich von Anfang an einem sehr hohen sozialen Druck eigentlich und musste immer funktionieren. Also am Anfang war ich sehr, sehr angepasst bis zur 8. Klasse. Ich war bei den Pionieren in der FDJ, wie das in der DDR ebenso üblich war. Denn wenn man das nicht getan hätte, hätte man in der DDR, so war eben der Bildungsweg, von Anfang an die Weichen dafür gestellt, dass man niemals hätte studieren dürfen zum Beispiel. Und als ich dann älter wurde, 15, 16, ich kam dann in die sogenannte erweiterte Oberschule, wo man Abitur machen konnte. Also bis dahin war ich noch angepasst genug, weil da kam nicht jeder hin. Das war schon, ich sag mal,
Elite jetzt nicht unbedingt, dass man so ganz besonders schlau sein, man musste schon bestimmte Zensuren haben, aber man durfte eben aus keinem Elternhaus kommen, was irgendwie politisch aufgefallen war. Und wie das dann ist so mit der jugendlichen Entwicklung, wenn man die Welt anders beginnt zu sehen, wenn man Fragen stellt. Und so war das bei mir ganz einfach, ganz unpolitisch tatsächlich. Und in so einer Diktatur wird ja alles, was nicht konform ist, da wird ja Anpassung wird belohnt und eigenes Denken und Widerspruch wird bestraft. Und so kam das eigentlich, dass ich ganz normale Fragen gestellt habe, zum Beispiel, wenn man wiederholen sollte, was stand im neuen Deutschland oder was kam in der aktuellen Kamera. Wenn ich das hinterfragt habe und nicht alles mitgemacht habe, dann finde ich das ein normales jugendliches Verhalten, aber in einer Diktatur wird das eben politisiert. Da könnte ich jetzt viele Beispiele davon erzählen, dafür wird die Zeit wahrscheinlich nicht reichen. Vielleicht, wenn ich darf, ein ganz kurzes. Gewiss. In der DDR war es so, dass die Lehrer immer so 1-2 Schüler aus ihren Klassen rekrutieren mussten, damit sie Offizier werden. Und das konnte, die brauchten dann auch nicht unbedingt so gut sein in der Schule. Und da war es so, in meiner Klasse war halt jemand, der war an der EOS, hat sich umentschieden und dann war ein richtiges Tribunal dann vor der Klasse. Alle mussten im FDJ-Hemd antreten und dann gab es so Veranstaltungen nach dem Motto Kritik und Selbstkritik und die Schüler wurden dann halt, oder der Schüler in dem Fall, genötigt, seinen Wunsch, als er sich überlegt hatte, doch nicht Offizier werden zu wollen, doch wieder sich darauf zu besinnen, sonst wäre er von der Schule geflogen. Das sind so kleine Beispiele, die mich auf meinem Weg dann über viele lange Geschichten, bis ich dann auch nach Ostberlin gekommen bin. Wie gesagt, Binz gehört ja auch zu den Tälern der Ahnungslosen. Das heißt, dort gab es keinen Westfernsehen, Radioempfang. Und in Berlin änderte sich das natürlich alles für mich. Und ja, insofern ist diese Nichtanpassung immer geblieben, aber gar nicht so politisch intendiert gewesen am Anfang. Ja, Frau Zupke, ich höre schon raus, also wenn man einen Schulalltag reflektiert, dann denkt man ja an Klassenfahrt und Geburtstagseinladungen. Aber ich höre schon aus Ihren ersten Ausführungen heraus, Sie sprechen von Tribunal, Offiziersfindung, jetzt könnte man Staatsbürgerkunde und all das dazu nehmen. Also da hören wir schon, dass das also nicht ein Schulalltag war, den wir uns heute vorstellen. Und das führte dann dazu, dass Ihr Studium Ihnen dann ja auch, wiewohl Sie aus einer konformen Familie, wie Sie sagen, stammten, Ihr Studium Ihnen zunächst verwehrt war. Sie wechselten dann in den sozialen Bereich und haben dann, so ich richtig informiert bin, eine Fernausbildung als Heilerzieherin in Berlin-Weißensee gemacht. Und diese dortige Diakonische Stephanus-Stiftung, bei der Sie tätig waren, beherbergt eine der wichtigen oppositionellen Gruppen, den Friedenskreis der DDR, dem Sie aktiv angehörten. So, und dieser Friedenskreis war maßgeblich beteiligt an der Aufdeckung des Wahlbetrugs der Kommunalwahlen zum 7. Mai 1989. Und das war damit eines der Meilensteine, dieser aufgedeckte Wahlbetrug für den Beginn der friedlichen Revolution in der DDR. Die gezielte Wahlbeobachtung, das ist jetzt meine Frage dazu, und die geradezu dreisten Lügen des Politbüromitglieds Egon Krenz, damals eben auch Vorsitzender der Wahlkommission, haben Sie mit entlarvt. Was war Ihnen eigentlich in dieser Zeit besonders wichtig? Was wäre oder war die konkrete Botschaft an die damalige Bevölkerung der DDR? Ja, also der Friedenskreis Weißensee, dem ich mich dann angeschlossen hatte 1987, als ich nach Ostberlin gekommen bin, man hat sich ja in den ganzen oppositionellen Gruppen mit vielen, vielen gesellschaftlichen Themen beschäftigt und hat auch versucht, mit in die DDR-Gesellschaft hineinzuwirken, was sehr schwierig gewesen ist aufgrund der Strukturen, der Kommunikation. Es war ja nicht wie heute, dass man einfach Telefon hatte, Handy hatte, Papier zum Drucken war knapp, also 1000 Geschichten, die dazu führten, dass wir doch etwas, ja, ich will nicht sagen hermetisch abgeriegelt waren, aber doch etwas abgeschottet waren, ohne dass wir es wollten. Und wir waren als Weißenseer Friedenskreis ein bisschen praktisch und pragmatisch veranlagt und wir haben uns überlegt, wir möchten jetzt irgendwas tun, was die Leute wirklich hinterm Ofen hervorlockt. Und wir befinden uns ja seit 86, 87, seit Glasnost und Perestroika, Sie haben vorhin gerade Gorbatschow erwähnt, der als erster kommunistischer Führer 1986 eine Wahlkabine betrat. Eine Wahlkabine, ich weiß nicht, erkläre ich vielleicht nochmal kurz, also die Wahlen der DDR vergleiche ich mal gerne mit einem Theaterstück, mit einer Aufführung. Die hat eine Kulisse, die hat Statisten und die hat die Darsteller. Und dann hat es natürlich die Strippenzieher, die Regisseure im Hintergrund. Und die Wahlkabine, die stand zwar in den meisten Wahllokalen, aber die hat niemand benutzt. Denn schon das Benutzen einer Wahlkabine war in der DDR eine Art widerständiger Akt und wurde
registriert. Und die Wahl in der DDR war eine Farce, das wusste jeder. Und wir haben gedacht, das ist so in aller Munde, Wahlbetrug ist doch klar. Hat sich gar keiner mehr Gedanken gemacht. Alle haben sich drüber lustig gemacht und trotzdem sind die meisten ja trotzdem hingegangen. Und jetzt hatten wir Ende der 80er eine Stimmung im Land, wie ich mich erinnere, zwischen Aufbruch und Resignation. Resignation deswegen, weil eben durch Glasnosten Perestroika so viel sich zu verändern begann, ausgehend von dort, auch in anderen osteuropäischen Ländern, Polen ganz vorne, Tschechoslowakei damals, Ungarn. Und bei uns passierte eben nichts, wie sagte Hager, wenn der Nachbar tapeziert, müssen wir nicht selber tapezieren. Das heißt, bei uns bleibt alles so, wie es ist. Und das hat bei vielen Leuten Ärger. Das war ein erster Haares, so erinnere ich mich jedenfalls daran. Da begann sich etwas zu verändern in der Gesellschaft. Andererseits, also es begann sich zu verändern, dass ein Aufbruch auch entstand, aber andererseits auch eine Resignation von, hier ändert sich sowieso nie was. Dann kam die Ausreisebewegung, wurde immer stärker, immer mehr Menschen sind geflüchtet, haben einen Ausreiseantrag gestellt und in dieser Situation haben wir gedacht, vielleicht könnte es etwas werden, wirklich ganz viele Menschen mit einzubeziehen, wenn man versuchen würde, den Wahlbetrug nachzuweisen. Das haben wir uns, weil wir nun im Weißen See ansässig waren, haben wir das Wahlgesetz studiert, wir haben gelernt, wie wir das machen müssten. Man muss also eine ganze Einheit, das war in dem Fall eben ein Stadtbezirk, muss man bei der Auszählung der Stimmen dabei sein. Das war auch im Wahlgesetz der DDR so vorgesehen. Um 18 Uhr, die Wahlauszählung ist öffentlich. Und das wäre jetzt eine stundenfüllende Veranstaltung, wenn ich das alles schildern sollte, weil das war natürlich hochspannend und von Anfang an von der Stadtsicherheit engmaschig begleitet, sag ich mal so. Wir wurden ständig abgeholt zu Verhören, wir wurden bedroht und so weiter, dass wir das doch sein lassen müssten, auch von der Kirchenleitung. Unser Plan war, den Wahlbetrug der DDR am Beispiel vom Weißen See nachzuweisen. Und das haben wir auch geschafft, indem wir eben über ein Gemeindekirchenzentrum ganz viele Menschen dazu eingeladen haben, bei uns mitzuwirken. Wir haben diese Aktion stabsmäßig aufgezogen. Wir hatten 68 Wahllokale in Weißensee. Wir mussten die Adressen rausfinden. Gut, also das Ziel war, wie gesagt, da gibt es jetzt 1000 Geschichten dazu. Das Ziel war wirklich, dass wir am Ende der Wahl, also dass wir am 7. Mai abends sagen konnten, wir haben die Ergebnisse, die offiziell in den Wahllokalen verkündet wurden. Und dann, wir wollten natürlich auch wissen, wo fand denn der Wahlbetrug statt? Und wir haben dann abends uns getroffen mit anderen Freunden, oppositionellen Freunden aus Gruppen, die auch teilweise in den Stadtbezirken ähnliche Aktionen gemacht haben wie wir. Die meisten haben allerdings bei uns im Weißen See eben mitgearbeitet. Und wir hatten dann eben das in Weißen See verkündete Ergebnis, weil wir das ja zusammenrechnen konnten. Und zugleich verkündete Egon Krenz das vorläufige Wahlergebnis, was natürlich erheblich abwich von den Zahlen, die wir hatten. Man konnte das ja so ein bisschen hochrechnen. Und am nächsten Tag war ja das endgültige Wahlergebnis. Dann konnte man eben auch in der Berliner Zeitung, im Neuen Deutschland, die einzelnen Wahlergebnisse sehen von Weißensee, von anderen Städten, von anderen Stadtbezirken. Und dann war das natürlich ganz, ganz deutlich. Und das war natürlich eine Aktion, die dann auch, also davon ausgehend, sind ja ganz viele Sachen passiert. Wir haben diese sogenannten Eingaben. Das war in der DDR so ein Mittel von ein Gnadenakt, wenn man darauf eine Antwort bekam. Die konnte man durch alle politischen Hierarchien schicken. Man konnte Strafanzeige, also wir haben Strafanzeige gestellt wegen Wahlbetrugs. Und es hat sich auch wie eine Welle eigentlich durch die DDR fortgesetzt, dass viele Menschen das dann auch gemacht haben. Und daraus erwuchsen auch Protestaktionen, die wir in Ostberlin eben dann auch auf dem Alexanderplatz probiert hatten. Und dann da auch mächtig auch von der Stadtsicherheit bedroht wurden, zusammengeschlagen wurden. Und das alles führte dann ja auch mit in den Herbst hinein. Also von daher ist das, was wir da so angefangen hatten, von dem wir niemals richtig wussten, wird es uns gelingen oder nicht, ist dann doch gelungen. Ja, Frau Zupke, ich nehme das jetzt nochmal auf. Sie haben ja jetzt mehrfach auch das Wort Wahlbetrug jetzt in Ihren spannenden Ausführungen eingeflochten. Jetzt wissen wir beide, wir alle anderen auch, dass es ja nicht wenige gibt, die ja als DDR-Bürger in die deutsche Einheit entlassen worden sind, die seitdem und bis heute hadern, dass die DDR ja keine Diktatur gewesen ist. Das bringt man heute Zehnjährigen im vierten, fünften Schuljahr bei, dass eine Demokratie heißt, eine Staatsgewalt, alle Staatsgewalt geht vom Volke aus
Und der Grundsatz, was eine Demokratie kennzeichnet, ist ja bei uns im Artikel 38 niedergelegt, dass alle 4 Jahre in allgemeiner, unmittelbarer, freier, gleicher und geheimer Wahl gewählt wird. So, das ist ja genau das, was Sie jetzt sehr schön beschrieben haben, was eine Demokratie von der tatsächlichen, ich will mal sagen, Wahlrealität der DDR unterschieden hat. Sie haben jetzt auch geschildert, in welchen Gremien, in welcher, ja, ich will mal auch sagen, spontanen Situation Sie versucht hatten, mitzuwirken bei den Veränderungen. Hatten Sie eigentlich weitere konkrete Vorstellungen gehabt, wie man eine DDR reformieren könnte? Also erstmal den Missstand aufzuzeichnen, ist ja das eine, aber was folgert dann daraus? Naja, ich muss sagen, wir waren natürlich damals auch recht naiv. Und man muss es ja immer von heute, mehr als 30 Jahre später, hätte ich jetzt auf diese Fragen andere Antworten und hätte wahrscheinlich andere Vorstellungen. Weil Sie fragen ja nach damals. Und damals war es, glaube ich, bei den meisten von uns so, dass wir diese Weitsicht, so eine solche weitreichenden Fantasien wie Mauerfall, Wiedervereinigung, das lag einfach damals weit hinter unseren Fantasiegrenzen, denn das konnten sich die allermeisten von uns damals nicht vorstellen. Und von daher war unser Ziel, wir waren in der, also die jetzt nicht einen Ausreiseantrag gestellt hatten oder so, also wir in den oppositionellen Gruppen hatten eben die Intention, tatsächlich damals die DDR zu reformieren. Und wir haben Dialoge eingefordert, wir wollten auf Missstände aufmerksam machen, wir haben den Alleinanspruch der SED in Frage gestellt, wir wollten freie Wahlen, wir wollten eine Kandidatenaufstellung, andere Gruppen, dass sich Menschen und auch andere Parteien und Gruppen formieren konnten, so wie sich das neue Forum dann ja im Herbst formiert hat. Und denn in der DDR gab es ja nur die Einheitsliste der Nationalen Front und die Wahl bestand ja daraus, diesen Zettel zu falten. Deswegen haben ja Wahlen in der DDR auch das Synonym Zettel falten, den man in die Wahlurne stecken sollte. Also es gab so zahlreiche Missstände, abgesehen von der Umwelt. Das war alles die Umwelt. Es war so schlimm in der DDR. Es gab einen Spruch, alles war grau, nur die Flüsse waren bunt. Und all das war geheime Verschlusssache. Also wir wollten eigentlich in den Dialog kommen, wir wollten die Gesellschaft öffnen, reformieren. Dann kam alles anders und ja. Ja, Sie sprechen also jetzt von der Verfassungswirklichkeit, von Wahlbetrug. Jetzt bringen Sie auch die uns damals ja allen sichtbaren Umweltsünden, die umweltpolitische Katastrophe auch nochmal vor Augen. Ich darf für die dazugekommenen Besucherinnen und Besucher nochmal sagen, Frau Zucker hier als Bundesbeauftragte für die Aufarbeitung der SED-Diktatur, für die SED-Opfer. Die Frage ist jetzt die, wir müssen uns vielleicht nochmal mit dem Begriff Unrecht ein wenig beschäftigen. Und Sie haben es ja gerade angedeutet, zwischen dieser spontanen, noch sehr provisorischen politischen Reaktion zwischen dem Fall der Mauer und dem Tag der Wiederherstellung der deutschen Einheit lag ja ein Transformationsprozess, der mit dem Beitritt der DDR zum Geltungsbereich des Grundgesetzes diesen zweiten deutschen Staat völker- und staatsrechtlich an sein Ende brachte. Und in dieser Zeit wurde ja das Ausmaß des SED-Unrechts schon sichtbar. Ich habe es eben schon mal gesagt, es gibt ja ehemalige DDR-Bürger, die immer noch Vorbehalte haben, zuzugeben oder anzuerkennen, dass es ein Unrechtsstaat war. Was war für Sie eigentlich persönlich das gravierendste Unrecht? Können Sie das uns vielleicht sagen? Ach, das persönliche Unrecht, ich weiß nicht. Ich finde, jeder, der in der Diktatur gezwungen war aufzuwachsen, kann das als Unrecht betrachten oder auch nicht. Ich würde das als Pech gehabt betrachten. Trotzdem war es natürlich auch ist eben die eigene Biografie, das ist das eigene Leben und das ist dann ja auch in Ordnung so. Und ich persönlich habe jetzt ja nichts Schlimmes erlebt. Natürlich ist es nicht schön, von der Stadtsicherheit am 7. September auf dem Alexanderplatz zusammengeschlagen zu werden und mit Freunden, dass man blaue Flecken hat, ein Freund der Arm gebrochen wurde. Ja, das war Unrecht und vielleicht war ich in dem Moment auch ein Opfer. Aber das Unrecht, ich würde da gern von mir weggehen. Ich habe erst auch lange gebraucht um zu erfahren, was für gravierendes Unrecht politische Repression Menschen in der DDR angetan wurde.
Und selbst als letztes Jahr dieses Amt geschaffen wurde, dessen Amtsinhaberin ich jetzt sein darf, seit letztem Jahr, 17. Juni, auch in diesem Jahr habe ich noch mal mehr Sachen erfahren, was es an wirklich schlimmen Unrecht gegeben hat und wie es den Menschen auch heute noch damit geht. Und ja. Ja, Frau Zupke, das war natürlich jetzt eine sehr persönliche Frage, Sie zu fragen, was für Sie persönlich das gravierendste Unrecht ist. Das habe ich natürlich mit einem gewissen, ich will mal sagen, Hintergedanken getan, weil ich möchte dann immer auf den Gedanken von Hannah Arendt überleiten, die ja mal gesagt hat, also wenn Schuld geschehen ist, gibt es keine Kollektivschuld. Schuld ist nach römischem Recht immer individuell zu handhaben. Aber wir reden ja jetzt hier von den Opfern vom Unrecht. Und Sie haben das jetzt ja sehr schön beschrieben, dass Verantwortung jetzt für diese Menschen, die auf gleich welche Art und Weise Unrecht erlitten haben, Verantwortung eine gesamtgesellschaftliche Aufgabe ist. Dazu nochmal die Frage, bei mehr als 170.000 hauptamtlichen Mitarbeitern, die die Stasi hatte, das wir ja heute wissen, schafft das ja viele Opfer und viele Formen von Opfer und Unrecht. Gibt es eigentlich eine verlässliche Zahl? Ist das quantifizierbar, von den Opfern zu reden? Kann man das einordnen? Ja, also auf Zahlen bin ich jetzt nicht vorbereitet. Aber wir wissen, dass es, ich glaube, circa 250.000 politische Gefangene gegeben hat. Es gab 143 junge Menschen, Kinder, die in Jugendwerkhöfen, Spezialkinderheimen, Jugendgefängnissen eingesperrt waren zu Unrecht. Also ich rede natürlich immer von Unrechtsurteilen, wenn ich diese Zahlen nenne. Wir haben eine hohe Anzahl von Zwangsausgesiedelten gehabt. Für die, die das nicht wissen, was das war, das waren bestimmte Aktionen des Staates, die an der innerdeutschen, also an der dann späteren innerdeutschen Grenze, Grüngrenze durchgeführt wurden, für sozusagen unverlässige und politisch unzuverlässige Personen, die in einer Nacht- und Nebelaktion aus ihren Häusern mit ihren Familien, aus ihren Wohnungen geschmissen wurde und nach irgendwo transportiert wurden in der DDR, ohne zu wissen, wo sie hinkommen würden. Und auch dort war ihr Leumund schon zerstört, weil man gesagt hat, dort kommen Asoziale, dort kommen Verbrecher. Und die Leute wurden abgeholt, wussten auch nicht, kommen sie in ein sowjetisches Lager. Und diese Menschen sind auch heute noch traumatisiert. Es gibt nur noch jetzt ganz wenige und die Gruppe, die damals Kinder waren oder Jugendliche. Eine Gruppe, die auch gesellschaftlich gar nicht so bekannt ist. Da wissen wir, da gibt es jetzt vielleicht noch 800 Betroffene. Also jetzt könnte man noch andere Gruppen aufführen. Aber es ist schon eine erhebliche Zahl natürlich. Aber wir sind jetzt, wie gesagt, mehr als 30 Jahre, viele Opfer oder Menschen, Betroffene der SED-Diktatur sind eben auch schon gestorben oder sind jetzt in einem sehr hohen Alter, dass sie auch, ja, wo es schade ist, dass sie immer noch kämpfen müssen, auch um Anerkennung. Ja, Frau Zupke, ich höre schon, Sie sagen ja, dass Unrecht ja ganz unterschiedlich empfunden wird. Und wenn zwei Menschen das gleiche Unrecht widerfahren ist, kann ja die Wirkung auf die zwei Menschen auch wieder sehr unterschiedlich sein. Und wenn ich Sie richtig verstanden habe, sagen Sie, dass daraufhin, jetzt ist ja das Amt einer Bundesbeauftragten ja auch eine Art Amtbehörde, und da weiß man ja immer, dass es Klassifizierung, Systematisierung gibt. Habe ich Sie dann jetzt richtig verstanden? Wenn Unrecht individuell empfunden ist, kann sich jeder an Ihnen wenden und es braucht auch niemand die Sorge zu haben, dass er jetzt in eine Schublade gesteckt wird, dass es Prioritäten gibt? Oder haben Sie Prioritäten? Das wäre ja schon ein bisschen das Inhaltliche Ihr Amt betreffend. Ja, das sortiert sich natürlich auf den verschiedenen Ebenen. Mein Gesetz beinhaltet, jeder darf die SED-Opferbeauftragte anrufen im Sinne von nicht anrufen, naja, sondern sich an sie wenden. Und natürlich findet bei uns jeder Gehör in irgendeiner Form. Und natürlich, das ist dann immer das individuelle Schicksal. Natürlich die Arbeit in die Politik hinein und was es für Forderungen gibt, das sortiert sich natürlich, weil ich nicht der Politik ein Katalog von 50 oder 60 Anliegen schildern kann. Dann finde ich kein Gehör, dann ist die Tür zu. Das heißt, man muss gucken, wo liegen die Dinge am ärgsten, wo findet man Gehör in der Politik und wo ist das Leid auch so groß, wo man sagt,
da muss heute noch was getan werden. Und da gibt es eben bestimmte Dinge, die ganz vorne anstehen. Da will ich mal zum Beispiel nennen die Anerkennung der verfolgungsbedingten Gesundheitsschäden durch Jugendwerkhof, Haft, durch Zersetzung. Also das sind so verschiedene Ebenen. Aber auf der individuellen Ebene, natürlich findet jeder Gehör. Nicht jeder ist zufrieden, das verstehe ich auch. Nur manchmal hilft auch schon einfach das Gespräch und dass die Menschen nochmal die Gelegenheit haben, auch sich mit ihrem Schicksal an mich zu wenden und dann hoffentlich das Verständnis, was sie verdienen und was sie erwarten, von mir zu erfahren. Ja, Sie haben jetzt eben davon gesprochen, also das wird, glaube ich, auch unserem Publikum, unseren Zuhörerinnen, unseren Zuhörern verständlich, dass also eine Systematisierung schwer möglich und vielleicht auch gar nicht wirklich gewünscht ist, weil es ja eine individuelle Sache ist. Aber Sie haben gerade davon gesprochen, dass wir sind ja schon weit mehr als 30 Jahre vom Fall der Mauer und der deutschen Einheit entfernt. Es ist ja, ohne dass das ein ironischer Unterton sein soll, ja eine biologische Frage. Es ist ja eine Zeitfrage. Sie haben jetzt eben davon gesprochen, dass diejenigen, die in die Mühlen der SED-Diktatur geraten sind, entweder schon verstorben sind oder in einem hohen Alter sind. Wenn wir jetzt keine sachliche Priorisierung haben, kann man sagen, dass in Ihrem Amt eine gewisse zeitliche, biografische Priorisierung ist oder sein sollte, um die Menschen vorrangig zu behandeln, ihnen auch Recht zukommen zu lassen, bevor sie versterben? Naja, wie gesagt, ich habe schon die verfolgungsbedingten Gesundheitsschäden angedeutet, die sich durch alle Opfergruppen ziehen, aber wo natürlich auch gerade wegen des fortschreitenden Alters dieses Themenfeld der Gesundheit eine große Rolle spielt. Ich will das mal, das ist ja keinem oder fast jedem vielleicht unbekannt, dass sich 8 bis 9 Menschen bekommen eine Ablehnung bei der Anerkennung ihrer verfolgungsbedingten Gesundheitsschäden. Und das ist hochdramatisch bei körperlichen Erkrankungen oder der posttraumatischen Belastungsstörung. Und insofern hat das für mich schon eine ganz obere Priorität. Dann gibt es die Gruppe, ich nannte die Zwangsausgesiedelten. Mhm. Da wird es jetzt ganz große Zeit, dass da auch nochmal bei der Überarbeitung der Gesetze was dazu kommt. Ja, es ist ja jetzt auch nochmal die juristische Frage. Wir sprechen ja jetzt, glaube ich, hier erstmal von natürlichen Personen, von einzelnen Menschen. Wie ist es denn? Es gab ja auch, Sie haben es angedeutet, Sie waren selber mitwirkend in Organisationen, die der Beobachtung und der Drangsalierung ausgesetzt waren. Kann man jetzt nur als natürliche Person oder eben auch als Verband, als ehemaliger, ich würde mal sagen, Kreis bei Ihnen oder sich zu Ihnen wenden? Oder ist das an die individuelle Person, an die natürliche Person gebunden? Ich sage mal, es kommt immer aufs Anliegen an. Also es gibt jetzt, ob sich jetzt eine Gruppe an mich wendet oder ob sich einzelne Menschen an mich wenden, ist immer mit dem Anliegen verbunden. Mhm. Wenn es durch meinen Auftrag gedeckt ist, das heißt, wenn es in irgendeiner Form die SED-Repression, die SED-Diktatur und deren Folgen betrifft, kann sich jeder an mich wenden. Und natürlich haben wir jetzt auch immer stärker das Thema der folgenden Generationen. Das ist jetzt in meinem Amt nicht so ausschlaggebend für den, aber es ist insgesamt für die Gesellschaft und die Aufarbeitung weiter wichtig, weil wir natürlich auch die Erfahrung, die Menschen gerade von heftiger politischer Repression über die transgenerationale Weitergabe von Traumata und so weiter sprechen müssen. Insofern bleibt das noch lange Thema. Wenn Menschen in die Mühlen der SED-Diktatur geraten sind, dann machte das ja auch was mit ihrem direkten persönlichen und vor allem familiären Umfeld. Haben Sie da auch oder können Sie dazu was sagen, ob Sie Antragsteller haben, ob Sie Menschen haben, die sich an Sie wenden, die für ihre verstorbenen Verwandten, Eltern, für die Mutti vielleicht, versuchen, Recht zu bekommen? Denn die Frage ist ja, ja, Unrecht kann immer juristisch verjähren, aber ob Unrecht moralisch verjährt, ist ja eine andere Frage. Spielt das in Ihrem Amt eine Rolle? Also in meinem Amt spielen ja Anträge keine Rolle, weil ich keine individuelle Beratung mache, keine juristische Beratung. Ich berate dann oder meine Mitarbeiter dann weiter in entsprechende Beratungsstellen. Mhm. Ja? Und Anträge und Akten, das ist bei mir alles nicht. Da muss man dann weiter beraten ins Stasi-Unterlagenarchiv, ins Bundesarchiv, dessen Teil des Stasi-Unterlagenarchiv jetzt ja ist. Und natürlich haben auch dann
die nachfolgenden Generationen auch Anspruch, dort die Akten einsehen zu können. Das sind dann Prozesse, aber damit habe ich nichts zu tun. Naja, aber wenn Sie, das ist ja eine Form, wie Sie das beschreiben, eine Form von Amtshilfe, wenn jemand sagt, ich nehme einfach mal so als roten Faden Frau Zupke als Bundesbeauftragte auf, dann sind Sie ja doch schon in wichtiger Hilfestellung, dass Sie das ja entsprechend auch weitervermitteln können. Ja, natürlich, auf jeden Fall gibt es da auch eine Eingangskommunikation, sage ich mal, telefonisch, schriftlich, und die Menschen werden dann, auf jeden Fall wird denen weitergeholfen, also wenn sie sich an mich wenden sollten, meistens, oder ganz oft wenden sie sich ja auch gleich an andere Stellen, weil sie das dann schon wissen. Also das ist auf jeden Fall letzten Endes immer auch eine Art Lotsenfunktion über die Hauptgeschichten hinaus, ganz klar. Ja, und da will ich das nochmal vielleicht ein bisschen konkretisieren, nochmals auch für diejenigen, die jetzt noch dazugekommen sind. Sie sind ja seit dem 17. Juni, es ist ja ein wichtiger politischer Tag, es war dies der 68. Jahrestag des Volksaufstandes in der DDR, also am 17. Juni 2021 sind Sie zur Bundesbeauftragten gewählt worden. Und Sie füllen jetzt für 5 Jahre, vielleicht wissen das nicht alle, für 5 Jahre dieses wichtige Amt aus. Können Sie vielleicht nochmal unseren Zuschauern ein bisschen konkretisieren, was so in Ihr Aufgabenfeldgebiet noch gehört? Sie sprachen jetzt vom Eingangsgespräch, ne, von einer ersten Sondierung. Also es gibt ja einen konkreten gesetzlichen Auftrag, den das Amt zu erfüllen hat. Und das ist als allererstes die als Ombudsperson für die Opfer der SED-Diktatur in die Politik zu wirken, die Anliegen der Politik darzustellen, quasi als Brücke zu fungieren. Ich berate auch die Politik, dazu habe ich auch verschiedene Instrumente, und natürlich muss man immer die bestehenden Gesetze, die natürlich im Grunde sehr gut sind, aber im Laufe der Jahre und Jahrzehnte sich auch immer wieder Anpassungsbedarf ergibt, und das herauszuarbeiten mit den anderen, mit den Landesbeauftragten zur Aufarbeitung der SED-Diktatur, mit den Opferverbänden zusammenzuarbeiten, um dann diese Anliegen auch sozusagen durch das Amt zu transportieren in die Politik. Das würde ich so als die Hauptaufgabe eigentlich bezeichnen, weil das ist ja auch der größte Hebel, der dann wiederum allen auch nützt. Naja, das Wort Lobbyismus und Lobbyist zu sein, ist ja in Deutschland eher negativ besetzt. Aber wenn ich das jetzt mal positiv besetzen will, kann man ja wirklich sagen, Sie machen sich qua Amtes und auch durch Ihre persönliche biografische Vita zur Anwältin eben derjenigen, die Unrecht erlitten haben und heute nach Recht suchen. Das kann man doch schon mal so zusammenfassen, oder? Ja, also da kann ich Ihnen überhaupt nicht widersprechen. Das finde ich eine sehr treffende Formulierung, und so verstehe ich mich auch, so empfinde ich auch mein Tun und Wirken. Sie sind jetzt turnusmäßig bis 2026 gewählt. Dann die Frage noch zum Abschluss, Perspektive und Ausblick. Haben Sie sich für diese 4 Jahre noch besonders was vorgenommen? Liegt Ihnen da noch besonders was am Herzen? Ach, mir liegt immer viel am Herzen. Ich würde mich jetzt erstmal freuen, wenn die Dinge, ich lege dem Bundestag ja auch Berichte vor, jetzt den ersten Jahresbericht zum 17. Juni, wo die Anliegen und die Situation der Betroffenen geschildert ist. Daraus leiten sich eben viele Handlungsbedarfe ab, und auch beim ersten Bericht zum 9. November letzten Jahres habe ich dem Bundestag ja auch schon viele Anliegen geschildert, und viel von dem ist, darüber bin ich sehr glücklich, in den Koalitionsvertrag der neu gewählten Regierung aufgenommen worden. Zum Beispiel die Überarbeitung der sogenannten SED-Unrechtsbereinigungsgesetze. Das ist erstmal die Überschrift. Dazu gehören ganz viele Dinge, die Gesundheitsschäden und andere Dinge. Und wie ich ja jetzt dabei bin zu lernen, dauern Prozesse in der Politik immer sehr lange. Und dann hoffe ich einfach, dass wir in den nächsten Jahren mit den Anliegen, die jetzt konkret auf dem Tisch liegen, sehr weit kommen. Und natürlich gibt es immer noch andere Dinge, wo man auch zwischendurch gucken muss, für bestimmte Gruppen, was man so tun kann. Also das ist eigentlich, ja, es war ein erstes forderndes Jahr, und ich gehe davon aus, dass die nächsten Jahre nicht weniger fordernd werden und dass es an Anliegen oder Dingen, die ich zu tun habe, niemals mangeln wird.
Frau Zupke, Sie haben von langen politischen Prozessen gesprochen. Da kann man den alten Goethe jetzt wieder am Ende mit zitieren, was ewig währt, wird endlich gut, wenn wir das politisch mal so ummünzen wollen. Das ist ein sehr schönes Schlusswort, was Sie gesagt haben. Es bleibt was zu tun, es bleibt Perspektive. Ich sage Frau Zupke, Ihnen als Bundesbeauftragte für die Aufarbeitung der Diktatur und der SED-Opfer, tausend Dank für Ihr Erscheinen. Wir sehen uns ja, wenn die ein oder anderen uns nochmal hören wollen, um 15 Uhr hier nochmal an derselben Stelle. Und sage dann nochmals tausend Dank und viel Erfolg und frohes Schaffen für Ihr Amt. Gerne, vielen Dank. Ich würde noch ansagen, wir machen noch den Bürger-Talk jetzt dort hinten. Ach so. Dass Sie das vielleicht noch mit ansagen. Ach ja, und dann darf ich nochmal sagen, Frau Zupke steht natürlich Ihnen, den Besucherinnen und Besuchern, noch zu einem Bürgergespräch von Ihnen aus jetzt links in der Ecke in der zur Verfügung, und da richten Sie doch bitte auch dann noch mal ganz konkrete Fragen, Anregungen, Wünsche an Frau Zupke, und wir sehen uns dann hier um 15 Uhr.